Die Bahnhofstraße in Stadtsteinach, ein idyllisches Fleckchen Erde. Doch seit Monaten sorgt die prächtige Lindenallee für Streit. Die Bäume sind in den Himmel gewachsen und das Laub nervt vor allem im Herbst die Anwohner. Doch es gibt noch einen Störfaktor. Die knorrigen Bäume heben den Gehsteig an. Sie werfen den Asphalt auf, Risse bilden sich. Und es kommt noch schlimmer. Das Martell ist in Gefahr. Es kann nicht mehr fest im Boden verankert werden, klagen die Anwohner. Herr, hilf! Dann eskalierte die Situation. Lass uns leben, schrieben die Naturschützer auf die Rinde der Bäume. Unterschriften sammelten sie. Ein Plakat, das die Vorteile, die die Bäume so mit sich bringen, schilderte, wurde angebracht. Aber Risse, Pfützen und vielleicht sogar Schäden im Untergrund sprachen für sich. Alles Schuld der Bäume. Jetzt steht fest, die Bäume fallen. 10 an der Zahl. Das ist das, was wir wollten. Wir wollten, dass die Bäume wegkommen und neue hergepflanzt werden. Nur ein Baum überlebt. Der ist bereits nachgepflanzt worden. Und genauso groß sollen weitere 8 Bäume werden. Wer weiß, wie viele Jahre die da schon da sind. Und also ich kann es nicht verstehen, dass man einfach aus, weil es Laub gibt auf einem Gehsteig, dass man die Bäume dann wegmacht. So bleiben Zweifel. Die einen lieben die Bäume, die anderen sehen nur die Schattenseiten.